Die größten Feinde des Waldes heißen Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer. Und jetzt kommen die bösen Windräder dazu. Im nordhessischen Reinhardswald werden zurzeit Bäume gerodet und zerhäckselt, damit anschließend 18 Windenergieanlagen aus dem Boden schießen können. Ein Kettensägenmassaker für den Klimaschutz. Wie finden Sie, dass hier Windräder in den Wald kommen? Finde ich an sich nicht schlecht, kann man immer gebrauchen. Warum? Den Strom brauchen wir sowieso, ne? Wird ja sowieso immer mehr. E-Autos, alles Mögliche, ne? Was wir so jetzt alles hier im Alltag so haben. Im Wald und so, da ist auch viel, viel Ideologie drin. Ja. Oder wo kommt Toilettenpapier und Streichhölzer und so her? Nicht von abgestorbenen Bäumen, die irgendwo rumgammeln. So, ich muss weiter. Mittlerweile sorgt eine Bürgerinitiative für Gegenwind. Die Forstfreunde stören sich nicht nur an den Windrädern, sondern auch an den breiten Straßen, die gebaut werden, um die Riesen in den Wald zu bringen. Hier reden wir ja von Flügeln mit 70 Meter Länge, was hier transportiert wird. Das ist doch um einiges größer und voluminöser als jetzt der klassische Holztransporter. Und auch um einiges schwerer, das darf man auch nicht vergessen. Und das müssen diese Wege eben aushalten. Und dementsprechend werden die dann auch aussehen. Insgesamt 14 Kilometer Straße werden hier entstehen. 4,5 Meter breit plus Randstreifen rechts und links. Schneisen, die nach Ansicht der Aktivisten irreparable Schäden hinterlassen. Wo der Bagger einmal langfährt, wächst so schnell kein Gras mehr. Geschweige denn ein Baum. Das ist wirklich betonhart. Also da kann man nichts mehr von aufnehmen. Und damit ist diese Struktur des Waldbodens nachhaltig zerstört. Und dadurch verliert der Boden zum Beispiel seine Wasserspeicherfähigkeit, seine Wasserfilterfähigkeit. 1 Zentimeter Waldboden, also die Höhe 1 Zentimeter Waldboden, Waldhumus, das dauert fast 100 Jahre, bis das entsteht natürlich. Das heißt, wir haben hier Jahrhunderte alten Waldboden ja dauerhaft zerstört. Bis 2032 sollen 2% der Landfläche für erneuerbare Energien genutzt werden. Das ist nur zu schaffen, wenn auch im Wald Windräder wachsen. Dafür hat die Regierung das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Heißt, ab jetzt müssen auch Landschaftsschutzgebiete dran glauben. Für Investoren ganz neue Entfaltungsmöglichkeiten. Wir haben hier 2 Windvorranggebiete. Am Fachenbatz bauen wir 2 Anlagen und 16 Anlagen kommen hier auf den Langenberg. Das Energiepotenzial ist deswegen so hervorragend, weil ich eine freie Anströmung habe aus Südwesten. Und ich habe hier den Reinhardswaldrücken, der ins Wesertal abfällt. Ich habe keinen Staudruck. Und deswegen haben wir da oben, wir haben es ja gemessen, eben auch Windverhältnisse zwischen 7,6 und 8,2 Meter in der Sekunde. Wenn ich bundesweit 2% der Fläche für Windenergie ausweise, kann ich 65% unseres Strombedarfs künftig aus Windstrom erzeugen. Und damit ist der Windenergie auch die stärkste Rolle bei dem Ziel der Erzeugung mit erneuerbaren Energien zugewiesen worden. Wie das aussehen könnte, haben Kollegen von Zeit Online in einer Karte simuliert. Unter Berücksichtigung von Abstandsflächen und Naturschutzgebieten zeigt die Animation, wie es 2040 aussehen könnte. Deutschland ist vor lauter Windrädern kaum noch zu erkennen. Wie es dem Wald geht, wenn er energiepolitisch umgebaut wurde, zeigt sich in Brandenburg. Hier drehen sich rund 500 der insgesamt 2000 Windmühlen in deutschen Forstgebieten. Auch Herr Ellner vom Naturschutzbund, von Berufswegen eher kein Klimawandelleugner, zweifelt an der Sinnhaftigkeit der flächendeckenden Eingriffe. Da, wo die Bäume kahlgeschlagen wurden, der Wald gerodet wurde, da ist es natürlich kein Wald mehr. Das hat nichts mit Wald zu tun. Das ist eine Industrieanlage, umgeben von Wald. Mit Industrieanlagen meint er Riesenwindräder. Giganten, gebaut für die Klimawende auf Kosten der Natur. Ziemlich paradox und ziemlich gruselig. Also vor allem, was aus ihm gemacht wurde. Und wenn man sich das anguckt, riesenbreite Schneise in den Wald geschnitten, auch Angriffsfläche gegenüber Sturm eröffnet. Und ja, die große Hitze, die jetzt hier am Rand insbesondere wirkt, also ich sag mal großer Trockenstress, also für den Wald selber ist es eine Katastrophe. Nicht nur die Bäume, auch die tierischen Vielflieger geraten zwischen die Mühlen. Für Fledermäuse ist das eine Todesfalle und gar nicht mal unbedingt wegen Kollisionen, sondern einfach, es entsteht ja ein Sog, ein Unterdruck durch die Rotation. Und wenn die Fledermäuse zu einer
heranfliegen, die haben sehr dünnwandige Blutgefäße. Dann platzen die innerlich und dann verbluten die innerlich. Was den Naturschützer besonders auf die Palme bringt, die grünen Mitstreiter von einst sind zu Gegnern geworden. Ich bin enttäuscht von der Politik, auch von den Grünen, muss ich ehrlich so sagen. Also aus meiner Sicht als Naturschützer sind die Grünen momentan nicht wählbar. Sicherlich kann man mit einer Windkraftanlage CO2 einsparen. Aber dass jetzt dieser Boom entsteht, das hat ja finanzielle Gründe. Das ist Wirtschaft, die hier betrieben wird. Es wird sehr viel Geld damit verdient, einfach Windstrom oder auch Solarstrom zu erzeugen. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor. Da geht es um nichts anderes. Wir fahren nach Krummendeich in Niedersachsen, um Robert Habeck selbst zu fragen. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister ist heute zu Gast beim neuen Forschungswindpark des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ein NABU-Mitarbeiter hat uns letzte Woche gesagt, er hält die Grüne Partei aus Naturschutzsicht für nicht wählbar. Was sagen Sie dazu? Freies Land, jeder kann wählen, was er will. Tut er auch. Leider immer öfter die AfD. Zweite Nachfrage beim grünen Windparkfreund. Es werden ja auch immer mehr Windparks im Wald gebaut. Finden Sie das sinnvoll? Vor 10, 15 Jahren gab es eine wilde Diskussion. Soll man Bäume fällen für Windkraftanlagen? Was ist besser oder schlechter für den Klimaschutz? Wenn Sie sich den deutschen Wald anschauen, sehen Sie, dass wir ein ganz anderes Problem haben. Erst die Hitze und dann der Borkenkäfer hat dem Wald wahnsinnige Schäden zugeführt. Es sind jetzt häufig die Forstwirte oder die Waldeigentümer, die sagen, dann gibt es auch nichts mehr kaputt zu machen. Es ist schon alles kaputt. Das sehen nicht alle so. Eberswalde in Brandenburg, Standort der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Hier kennt man sich aus mit dem Für und Wider der erneuerbaren Energien. Biologieprofessor Pierre Ibisch hat die Folgen von Windparks im Wald dokumentiert. Wie sich die Eingriffe auf das Ökosystem auswirken, zeigen Satellitenaufnahmen, die über Jahrzehnte aufgenommen wurden. Wir erkennen ganz gut die Löcher in diesem Wald und genauso auch die Zuwegung. Die Infrastruktur, die besteht aus den Lichtungen, auf denen die Windräder stehen, diese breiten Schneisen, die auch nach vielen Jahren einfach sichtbar sind, weil da das Kronendach sich nicht schließt über diesen Zuwegungen. Durch thermische Messungen aus dem Weltall werden die Veränderungen sichtbar. Die blauen Flächen zeigen den Kühlungseffekt des Waldes. Je blauer, desto besser das Mikroklima. Rot ist dagegen gar nicht gut. Was wir halt erkennen, sind auch diese Käselöcher, die sich ergeben durch die Anlage des Windparks. Das ist Oberflächentemperatur und das trägt halt dazu bei, dass die gesamte Landschaft sich erwärmt und der Wald entsprechend auch einfach nicht diese homogene, sich selbst kühlende, stabilisierende Masse darstellt. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt der Biologe im freien Feld oder besser gesagt auf einem abgeholzten Areal. Dieses Gebiet ist vergleichbar mit dem einer zukünftigen Windradfläche. 47,6 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Und das ist am Vormittag. Wir haben Schleierbewölkung. Das heißt, da wird noch einiges mehr gehen, wenn die Sonne richtig aufdreht. Diese heiße Luft, die kann sehr viel mehr Wasser aufnehmen als kühlere Luft. Und das heißt, diese heiße, wasserraubende Luft entfernt dann richtig hier die Feuchtigkeit aus der Landschaft. Und das ist gerade nicht das, was wir gebrauchen können. Zum Vergleich, im benachbarten Unterholz sind es 30 Grad weniger. Die Baumaßnahmen hinterlassen nicht nur öde Brachflächen, auch der neu angrenzende Waldrand macht einen traurigen Eindruck. Solche Löcher, solche Schneisen haben dann auch das Potenzial, sich in den Wald weiter reinzufressen. Wir können das jetzt hier erkennen, viele Bäume sehen nicht sehr vital aus. Wenn wir da diese Birke anschauen, die ist sehr transparent belaubt. Das bedeutet, dass die Schwierigkeiten hat im Grunde mit der Hitze mutmaßlich. Womit wir auch schon beim nächsten Problem wären. Durch die zunehmende Trockenheit steigt das Risiko von Waldbränden. Und da ein Windrad nur schwer zu löschen ist, halten die Experten vom Deutschen Feuerwehrverband die Idee, Anlagen in den Forst zu stellen, für doppelt schlecht. Im Ernstfall können die Kameraden dann nur den Waldrand kühlen. Die Feuerwehr ist da zunächst mal auf Zuschauen verdammt. Bei Windenergieanlagen hängt es davon ab, wie hoch die Anlage ist und wie schnell die sich dreht. Wenn die Anlage steht, kann ich näher rangehen, als wenn sie sich dreht. Wenn sie sich dreht, muss ich entsprechend der Höhe 500 oder 1000 Meter wegbleiben.
Was das bedeutet, simulieren die Brandbekämpfer an diesem Beispiel. Der Kirchturm hinten auf dem Berg soll aus einem Kilometer Abstand gelöscht werden. Selbst mit der höchsten Drehleiter und der größten Wasserkraft ein hoffnungsloses Unterfangen. Etwa 10-mal pro Jahr brennt hierzulande ein Windrad. Die Folgen eines Feuers in luftiger Höhe können verheerend sein. Das weiß auch der promovierte Feuerwehrmann. Man sieht oben im Narbenbereich das Feuer, das bereits übergegriffen hat auf Teile der Rotorblätter. Das obere Rotorblatt ist zum Teil schon abgebrannt. Und wenn man jetzt das Ergebnis sich anguckt vom Folgetag, dann sieht man hier halt, dass das untere Rotorblatt noch steht und die beiden oberen weg sind. Also die müssen irgendwo sein. Entweder liegen die jetzt unten am Boden oder sind halt in Windrichtung oder in Rotationsrichtung irgendwo hingeflogen. Seit das Bundesverfassungsgericht im Herbst letzten Jahres entschieden hat, dass Windräder auch im Wald stehen dürfen, geht, natürlich nicht in Bayern, sondern vor allem in Brandenburg, der Ausbau munter voran. Im Forstamt in Hammer übergibt Axel Vogel, einst Gründungsmitglied der Grünen und aktuell Brandenburgs Umwelt- und Klimaschutzminister, heute ein paar neue E-Bikes an seine Förster. Für deren Arbeitsplatz hat er offenbar weniger Empathie. Biologen sagen, der Boden wird verdichtet, der Boden trocknet aus, es werden Hitzeinseln gebildet. Die sind anderer Auffassung als wir, wir haben andere Erkenntnisse. Man muss ja wirklich sehen, in welchen Wald wir gehen. Wir gehen ja nicht in einen Mischwald, wir gehen nicht in einen Laubwald, sondern wir gehen in Kiefernwälder, die nicht umgebaut sind, wo wir aber das auch durchaus als Anlass nehmen können, im weiteren Umfeld dann tatsächlich in den Waldumbau einzusteigen. Übrigens, nicht nur der deutsche Wald leidet unter dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn in den Flügeln von einem Windrad werden bis zu 40 Balsaholzbäume verbaut, gerodet im südamerikanischen Regenwald. Ich bin enttäuscht von der Politik, auch von den Grünen, muss ich ehrlich so sagen. Also aus meiner Sicht als Naturschützer sind die Grünen momentan nicht wählbar.